Servus, liebe Kinder aus Dorf, schön, dass ihr da seid. Heute bin ich mit euch unterwegs auf dem Tourenski, eine familienfreundliche Tour hinauf zum Alm- oder Alpkopf, der da ist, hinter mir rechts, bei Bärwang in Tirol. Auf was ihr nachachten solltet bei Touren mit Kindern, ich zeige es euch gern. Kommt mit! Wichtig ist auch beim Skitouren gehen mit Kindern, respektiert Absperrungen. Diese wunderbaren gelb-schwarzen Fähnchen werden nicht festgemacht, damit ein bisschen mehr Farbe auf die Piste kommt, sondern weil sie wirklich um Lebensgefahr handelt. Deswegen bitte, bitte respektiert diese Absperrung. Und weiter geht's gemütlich bergauf. Unterwegs bietet sich wieder ein wunderbarer Blick. Hier seht ihr ihn. Taler, alles richtig schön. Egal wie er aufsteigt oder ob es mit der Sonnenalbahn hochkommt, hier kommt er auf den Bergrücken, Höhenrücken und von dort aus rechts den Wald hinauf. Und wir verlassen jetzt den ganzen Trubel von der Skipiste und steigen rechts den Wald hinauf. Zum Alm- oder Alpköpfel unterwegs hat es immer wieder wunderbare Blicke auf die Bergwelt von Tirol. Wer möchte, kann mit den Kindern auch hochgondeln und von dort aus dann aufs Almköpfel. So, und im Tal seht ihr Bärwang liegen und wir steigen weiter. Der Gipfel ist bereits in Sicht. Der Weg ist optimal ausgeschildert und das GPS, dieses wunderbare elektronische Spielzeug, kann gerne zu Hause bleiben. Bärwang ist ein Schneeloch. Wir stehen jetzt unmittelbar vor unserem Anstieg, dem finalen Anstieg. Ja, und hier vom Gipfel, der Alp, vom Alpkopf, haben wir für mich den schönsten Blick auf den höchsten Berg Deutschlands. Der Zugspitze direkt in der Bildmitte. Leider knapp vorbei, dass der 3000er ist. Hier rechts seht ihr die Bleispitze. Piste hat uns wieder und auf geht's. Kinder, wir sind wieder herunten von unserer familienfreundlichen Skitour aufs Alpköpfel. Das Ganze sind knapp 400 Höhenmeter von Bärwang aus bis hier oben seid ihr auf 1802 Metern. Wichtig ist, die Kinder sollten vor allen Dingen dann das letzte Drittel vom Gipfel runter gut Skifahren können, weil das doch etwas unübersichtlich und oft verharscht ist, das Ganze. Ich würde sagen, vom Charakter her mittelschwer. Wichtig ist immer, bevor er losgeht, erstmal einen Lawinenbericht einholen, zweitens Wetterbericht einholen. Optimal ausgerüstet sein. Da gehören dazu die guten Teleskopstecker, da gehört ein Rucksack dazu mit Wechselwäsche, mit Essen, Trinken, Erste-Hilfe-Set und was auch wichtig ist, ein Multitool sollte bei euch eine Schraube locker sein, also nicht am Kopf, sondern am Ski oder vor den Kindern, da könnt ihr auf jeden Fall nachbessern. Habt viel Freude mit den Kindern beim Skitouren gehen. Gern schauen wir euch wieder was Neues. Auf Kinderauto, ihr dürft uns gerne liken, unseren YouTube-Kanal abonnieren. Macht es gut.